Hallo und willkommen zurück bei Wasteland 3. So, wir sind, glaube ich, mit dem Weihnachtsmann hier zuletzt fertig war. Und jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht gespielt. Ich glaube, wir waren auf dem Weg nach Aspen. Noch sind wir ja nicht da. So, doch, jetzt geht's hier. Citizens of Colorado, this is your patriarch, wishing you safety and warmth on this cold night. I want to assure you that our borders are secure, our fuel tanks are overflowing, and there is plenty of food and water for everyone. It has been a long, hard road getting to this point, with many sacrifices along the way. But the toil has been worth it. Colorado is the envy of all its neighbors, and its people live a life those outside its borders can't imagine. Enjoy it. It has been my life's work bringing it to you, and it does my old heart good, knowing you are living happy lives. It is all I ever wanted. Thank you, Colorado. This has been your patriarch. Signing off. Okay, das war interessant, dass der sich meldet. Allerdings haben wir so die andere Seite von ihm hier schon kennengelernt. Ja, mach es erstmal ohne, damit wir hier mal die Straße komplett irgendwie haben. Moment, brauchen wir das wieder? Ne, das ist genau da hier. Beziehungsweise erstmal diese. Quasi zu dir kommen wir mal irgendwann noch. Mal Zeit haben. Repeat. We need resupply. Any Dorseys remaining west of Colorado Springs, please. Oh oh. Kommen wir hier ohne schon hin? Was ist denn das hier? Gegend durchsuchen. Ja. Kommandohelm. Ja, okay, gut, nehme ich. Oh, guck mal, hier ist ein kleiner Shop. Allerdings will ich da jetzt nicht hin. Einfach nur mal gucken. Oh, okay. Lass mal hier die Karte fertig kriegen. So, guck mal. Können wir jetzt mal das Ovo an. Das soll mal hier mal runter. Das so vervollständige, das wäre auch. Warte mal, wo wollte ich jetzt hin? Genau, dahin rum. Vielleicht lohnt sich das. Eventuell finden wir noch was. Oh, Moment, Moment, Moment. Waren wir hier schon? Doch, da waren wir schon. Das ist das hier. Geht's halt weiter. Die Funk-Country-Western-Musik ist von der leise Abteilung. Ist natürlich die Gefahr hier rumzufahren, dass man eventuell so Zufallsbegegnungen hat, der man nicht ausweichen könne. Oh fuck. Oh nee. Hab ich's nicht gesagt. Das ist unglaublich. Roboter auch noch. Wow. What the? Nö, hopp, komm. Oh. Alter, das ist ja nicht euer Ernst, oder? Was
So, denn da müssen wir direkt. Das kann man so sagen. Kügelchen auf dich gemalt. So, warte mal, da müssen wir. So, ein bisschen Deckung wollen wir ja haben, oder? Wir gucken sie erst mal Bombenhüpfer. So, warte mal, Eliza, wäre gut, wenn du noch einen Schuss machen könntest. Ich könnte nur hier hinstellen. Und dann haben wir immer noch. Jo, sehr schön. Sehr schön. Ah ja, genau. Gehen wir lieber hier hin dann. So, Marshall. So, dann wirst du hier hin und. Jetzt haben wir Knüppel mal. Oh, 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 Mist, Mist, Mist. Ich habe was vergessen. Verdammte Axt. Ich wollte. Oder ich hätte können, denn man möchte die Rüstung kaputt machen. Nee, das da warte mal noch ein bisschen. Das sind zu viel von meinen Leuten rum. Das passt nicht so ganz. So. Ja. Boah, warte mal, warte mal. Kann ich da. Habe ich da nicht eine Pistole, die ja besser geeignet ist? Ne, die macht weniger Schade sogar. Dann. Haben wir das da auch? Ah, das haben wir auch. Dann würde ich das da aufheben, weil das macht ja super viel Schade. Was hast du für Spezialfähigkeit? Beschädigte Waffe, ja, das ist okay. Jo, das ist gut. So, Hund, Söldnerschütze außer Reichweite. Irgendwie sollte man aber hier ein bisschen. Wieso bist du hier Deckung? Wieso kann man das jemand erklären? In Regans Name. Okay, nicht genügend AP. So, warte mal. Du, Kirchenturm. Geh du mal hier hin. Du musst erstmal in Deckung. Das kann so nicht weitergehen. So, dann mach schon mal diesen hier. Und du. Die nehmen wir mal mit. Wow, wow, auf die Schiene. Was zur Hölle? Ey, nicht mal Sau. Wow. Das ging schnell. Schön.
Was zur Hölle? Ich bin doch ganz gerade drüber gefahren. Wow. So, hier habe ich jetzt aber Sicht versperrt. Okay, die Rüstung, das ist schon mal gut. Reichweite. Sicht versperrt. Na gut. Wow. Eventuell machen wir nur hin. So. Marshall Quan, du kennst. Oh ja, warte mal. Zack. Warte mal, du gabst doch irgendwie CPU, genau, durchdrehen vor Verbündete anzugreifen. Hat das jetzt geschafft? Jess, ich will die Lucia. Ah. Das ist ärgerlich, warte mal. Ich will sie jetzt nicht dahinter anbringen, weil die andere Scharfschütze, das geht doch dann bestimmt schief. Außer Reichweite, das ist aber dumm. Die Hand hat noch Haufe Bewegungspunkte. So, komm mal daher. Wow. Das ist der Kriegswagen dran. So, okay, warte mal. Gehen wir direkt nur hier hin. Sechs AP. So, dann haben wir gleich, denke ich. Warte mal, wenn ich hier hingehen, könnte ich dich eventuell. Sehr schön. Nicht versperrt, ist ja gar nicht gut. Gehen wir hier hin. Das ist gut, dass sie jetzt ein paar mehr Aktionspunkte hat. Das finde ich nicht schlecht. Ah, verdammte Axt. Er kippt doch direkt wieder um, nur zwei Scharfschütze-Schuss. Außer Reichweite, verdammte Axt. Wow. Ist jemand markiert? Hey. Yes. So, als nächstes müssen wir mal gucken, dass wir deine Scharfschütze hier kriegen. Komm aufs Maul. Ja. Ja. Prügel ihn. In Regan's name.
können wir. Das ist geil mit der Wando, deine Vorschütze, Vorschicke. Dann kann ich immer so ein bisschen Decke lösen. Sehr schön. Haben wir überhaupt hier Sicht auf deine außer Reichweite? Jo. Das war nicht ganz so gut. So, warte mal, ich schicke mal hier mal einfach mal mit. Sieh mal nix. Naja. Jody Bell. Machen wir mal mit dir. Komm du mal mit. Yes! Hat sich doch mal gelohnt. Ja, genau dennoch. Moment. Ist nur noch der? Okay. Weiter. Hä, wieso? Gibt's doch nicht. Ah, Mist, so, warte mal. Moment. Das war. Euch gibt es wenigstens hier ein bisschen was. Aha, Scharfschützengewehr. Du könntest auch müssen wir mal gucken. Titanpanzer, der ist Müll. Eine Taschensäge, wer wird das nämlich gern? So, ein großer Behälter. Oh ja. Oh ja. Oh ja, das war gut. So, wir gucken mal, haben wir hier sonst noch was? Ne, hier ist sonst nichts mehr. Okay, dann können wir uns zumindest jetzt mal angucken, was wir hier für eine Waffe haben. Ah, da ist unsere ganz knapp besser. Ja, ja, ganz knapp. Aber eventuell könnte man mal. Was war schon du für eine? Oh, guck mal hier. 5 bis 78 und du hast die doch klar besser. Machen wir mal so. Das ist doch wesentlich besser. Und dann haben wir hier ein paar Levelaufstiege, oder? Achtsamkeit, Trefferchance, genau, nehmen wir das. Fertigkeiten, harter Hund, haben wir die Sonnenbrille. Automatische Waffen können wir nicht. Da warte mal noch ein bisschen. Ich spare mal. Was sind das mit allen Wassern? Kritischer Trefferwiderstand. Oh, das ist doch so gut. Das brauchen wir nicht. Ich hab das doch. Den könnten wir auch aufheben. Dann heben wir mal auf.
Das bringt so nichts. Das dauert mal auch auf Hebe für irgendwas. Oh, Dojo-Level-Aufstieg, sehr schön. Da können wir hier, können wir auf Achtsamkeit oder Intelligenz, damit du ein paar mehr Punkte kriegst. Um 7. Oh, wollte man da einen Nahkampf? Wollte mal. Wollte mal. Ganz definitiv. So, Nahkampf. 2 Nahkampfwaffen. Betäubte. Klingenwaffen. Wenn du dich mehr als 3 Felder bewegst, hat dein nächster Angriff mit Klingenwaffen. Hammer, aber nicht. Ausweichen. Das könntest du gebrauchen. So, naja. So. Die Lucia, die muss jetzt mal ein bisschen auf Überleben gehen, würde ich sagen. Weil sonst wären wir hier öfter rausgerissen. Es hat nur die Frage. Ja, komm, wir fahren dann wieder. Fahren dann lieber den Luft. Okay. Das ist dann hoffentlich ein Gebiet, wo man mit Level 5 komme. To any remaining fighters in the mountains. Rendezvous at Snowed Inn Resort. Repeat. Ja, zu dir kommen wir noch. Okay, Arsch. Und? Moment. Genau, da geht's hier oben noch weiter. Verstecktes Gebäude. CDC-Forschung. Oh cool, Nerdkram. Hm. Okay. Tachometer Totalschaden. Wahrnehmungsradius plus 1. Was zur Hölle? Wir sind wieder mutiert. aber wir haben ein paar Sachen gefunden, das ist immer cool. Okay, da müsste jetzt eigentlich egal so mal. Panzerkasten, das ist gut. City Limit. Das kommt aus dem Bezirk. Das alte Schiebe so. Was bin ich? Ja. Hopp. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. This is Corporal Riley Woodson.
Team November, out of Arizona, broadcasting on all Desert Ranger channels. Does anyone read me? Ja. Yes, he's my brother. So, you are with the Desert Rangers? Ja. Okay, listen up. I don't have much time here. My guard's in the can. Big Buchanan, the Patriarch's crazy-ass son, is holding me and my team captive. He's making me listen to radio frequencies for trouble. Doesn't know I've been watching Ranger frequencies, too. You need to come get us. But be careful. Okay. We got lucky. I guess. The attack broke up the ice, forced us onto the shore. We couldn't help, couldn't retreat. Only thing we could do was drive back towards Aspen. And hope they had a working radio. Guess that part worked out at least. Hell yeah. Badly. Don't worry about it. We don't have much time here. It's bad up here. Worse than you can imagine. Oh yeah, super. And his people are insane. Remember that. Understand that. They butcher people or burn them alive and laughed about it. And I'm not exaggerating when I call his people insane. Breathers, he calls them. Constantly breathing crazy gases from their tanks. They're crazy and dangerous. Okay. You're the only one up here. Will kill you on sight. So take it slow. And keep an eye out for supplies you can use. Good to hear that. We begin by on hope for a long time. My guard's coming back. See you soon, Rangers. Woodson out. Heads up. Freaks ahead. Uh-oh. Der Psychopath. Ein Stückchen Hülle auf Erden. Ach genau, der ist noch so Ehemann, stimmt. Die Zugbrücke zu senken. Oh! Qualmer, Irrer, Atmer. Oh, okay, hier ist die Brücke. Also hier dürfen wir wirklich keinen Schritt weitergehen, ansonsten geht's ab. So, wir müssen uns mal umgucken eventuell. Gut, das machen wir mal. Das ist das nächste Mal. Hier kleines Päuschen, dann geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.